Ich war seit fast 2 Stunden schon auf dem Bus. War nichts los, alles ruhig, wegen dem Coronavirus. Keinen einzigen Fahrgast hatte ich bisher chauffiert. Die Stadt war menschenleer. Mein Funkgerät ging an, als daraus die Stimme von der Leitstelle kam. 4486 M274, wie sieht's denn aktuell aus bei dir? Bis zum Feierabend waren's noch 7 Stunden. Ich drehte einsam und allein meine Runden, nahm das Mikro in die Hand und sagte ganz geknickt: Hey, Leitstelle, ich könnte heulen. Meine Arbeit macht keinen Sinn, weil ich ganz allein im Bus hier bin. Die Leitstelle fragte: Kollege, was ist dein Problem? Was kann ich für dich tun? Was er zu tun hatte, das wusste er längst schon. Tja, und dann fing ich ihm zu erzählen an. Jeden Tag, ob früh, ob spät, schmeiß ich den Motor an. Fahre hin, fahre her und bin hier ganz allein. Und meine Frau ist zu Hause. Die Bundesregierung sagt, das muss so sein. Denn nur so dämmen wir das Coronavirus ein. Früher fuhr sie mal eine Runde mit, das ist ja nun vorbei. Ich hätte gerne ein paar mehr Fahrgäste, vielleicht 2 oder 3. Gut, Kollege, ich bin dann hier erstmal raus, dir noch eine unfallfreie Fahrt und mach dir nichts draus. Dann war es still auf dem Kanal. Ich fuhr die Stromstraße mit 30 entlang, bog rechts ab in die Turmstraße. Ich glaubte nicht, was ich da sah. Da standen 3 Fahrgäste und meine Frau, ich war den Tränen nah. Ja, einer nach dem anderen fuhr eine Runde mit mir, 3-mal bis zur Jungfernheide und 3-mal wieder zurück. Ein Opa stieg ganz als letztes ein und fuhr auch wieder zurück. Ich habe noch nie einen Tag erlebt, an dem ich so restlos glücklich war. Meine Augen strahlten, es war einfach wunderbar. Ich sagte: Leitstelle, das war eine Schau. Ihr seid die Besten da oben, das weiß ich ganz genau. Und er schluchzte die ganze Zeit schon und sagte: Ist schon gut, Kollege. Inzwischen kam der Feierabend, ich wollte nach Hause schon. Da ergriff meine bessere Hälfte das Mikrofon. Sie sagte, und man merkte, das Sprechen fiel ihr schwer: Hallo Kanal 4, hier ist die Frau vom Busfahrer. Den schönsten Tag in seinem Leben habt ihr meinem Mann gegeben. Niemals mehr kann ich vergessen, wie ihr zu meinem Süßen wart. Ich danke euch, bleibt gesund und allzeit gute Fahrt.